So Leute, da sind wir wieder und das Fan kann losgehen. Ich möchte nicht drumherum reden. Los geht's. Hey Kid, du hast es wirklich durch all meine Barrieren geschafft. Du musst echt gut sein. Aber ja, du hättest sie auch einfach überspringen können. Ja, vielleicht hörst du zum ersten Mal solche schrecklichen Dinge über mich. Aber eigentlich bin ich nicht so schlimm. Ich bin einer der coolsten Maulwurfmänner auf der ganzen Welt. Nicht wie diese ganzen Nerds und Menschen da ohne Freunde hier. Und ja, nun ist es Zeit, dich zu besiegen, Kollege. Was ist los? Gut, Max scheint ja ziemlich von sich begeistert zu sein. Okay, er sieht auf jeden Fall cooler aus als diese normalen Dinger. Und ja, Duo Stano, Leute. Die Entwickler von Gustano. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Fragt einfach nicht. Aber wir setzen einfach mal Wing Attack ein. Ja, okay, Critical Hit, super. Defense Drop, ja. Oh, okay, ich hab nichts gesagt. Und Noel. Ja, gut. Noel, das war doch die Sandanfarme. Kommt einfach mal unser Eggie Fresh rein. Lässt das Ding flinchen, super. Er setzt ein Potion ein. Gut für uns. Komm, noch ein Potion, komm. Ja! Ja! Hauptsache, er benutzt es nicht bei seinem letzten Vieh, was mir wirklich den Verstand rauben wird. Okay, wir haben... Und Ground Doe. Ja, jetzt fragen sich manche wahrscheinlich, was? Ground what? Gut. So, Italino, ja, okay. Growl. Wir müssen einfach erstmal hier den Angriff von diesem Ground Doe senken. Oh, der kann nur Bodenattacken oder was? Das ist aber ein bisschen bitter, ne? Wenn er wirklich nur Bodenattacken kann. Ja. Anscheinend kann das nur Bodenattacken. Ja gut, dann hätte ich gar nicht Italino reinwechseln müssen. Kannst jetzt nicht irgendwie Italino oder so besiegen? Und ja, das Ding ist vom Typ Unlicht Boden. So, Erdbeben sollte jetzt auch nicht so viel machen. Ihr seht jetzt, minus 6 Angriff. Da kann das Ding auch nicht so viel Schaden machen. Egal, komm. Vital Throw. Sehr effektiv natürlich. Ist ja vom Typ Unlicht. Nochmal Vital Throw. Und ja, Energies geht ab wie Schmitzkatze. Und der Backsprite von Energies erinnert mich irgendwie an gespreizte Beine. So von... Keine Ahnung. Scheiße, jetzt bekommt Italino die ganze Scheiße. Ach, egal. Ja, okay, ist gut. So, und Max wurde besiegt. Ja, hab eigentlich gedacht, das könnte ein bisschen schwerer werden. Aber, naja. Dann halt nicht. So, wir kommen in den Kontinent Orden. Und erzählt uns irgendwas von Mole Man, Showman, bla bla. Egal. Hey, warum leuchtet das Ding noch? Bug! Gut, damit wären wir hier durch, Leute. Also, keine Ahnung. War doch nicht so schlimm wie angenommen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut. Die Fresh tun wir mal nach vorne, so. Ja. Jetzt fragen sich manche natürlich, wo müssen wir jetzt lang? Wo geht's lang, großer Meister Regi? Ja, einfach geduldig sein, Leute. Denn wir müssen jetzt auf den Radweg. Und ihr seht, der Radweg befindet sich hier unten. Es gibt keinen Durchgang, der von unterhalb von Lilac City dahin führt. Denn wir müssen erstmal nach Sea Blue, also oberhalb von Sea Blue. Und ich glaube, wir können auch mal ins Rätselhaus. Natürlich werden wir dem Rätselhaus einen Besuch abstatten. Das ist alles gutes Training. Yep. Hier. Wie ist der nochmal? Wie ist der Typ nochmal? José? Oder. Nee. Ach, Leute, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, gut. I'm lost. What should I do? Was soll ich machen? Ich bin verloren. Ganz cool, Ted. Schickt Hamed rein. Wir sind ja richtig overleveled. Was ist los hier? Okay. Amazing Battle. Ja. Ich bin halt der Beste. Da kann man nichts machen. Ne? Der Regi Online Battling Künste von Krieger. Also. Way too godlike, sag ich schon. Und Javier, genau. Der Typ hieß Javier. Wie konnte ich das so vergessen? So, Lele Lama. Ist so ein Typ Steinfeuer. Also Schneckwack für Arme. Und Bolichano noch. Alter, das sind alles ziemlich einfache Opfer. Wo sind die Gegner?
Ich möchte keine Opfer haben. Ich möchte Gegner haben, ja. Also hier nochmal Similetto. Geht richtig gut ab. Eggie Fresh auch. Und ja, keine Ahnung. Viel zu einfach. Moment. Warst du schon auf den Schalter drauf? Nee, siehst du noch nicht. Hier oben geht's, glaube ich, noch nicht lang, nein. An sich ziemlich einfache Rätsel. Nur ich hatte früher immer das Problem, dass ich hier rausgegangen bin. War natürlich ziemlich doof, ja, nicht wirklich intelligent. Und ach, irgendwann werde ich auch mal meine eigene Arena aufmachen. Ja, irgendwann mal, Georgia. Strohbeier, ey, warum sind die alle so low? Was ist da los? Angelos, was ist da los? Krikrit. Ja, gut, das gibt wenigstens nochmal vernünftige Erfahrungspunkte. Und zwar 400. Und diesmal kein Flying Fly dabei. Oh, thank God. Okay, das hätten wir. Moment mal hier. Geht aber ziemlich einfach. Also, das ging ziemlich einfach. Hier. Regi hat die Schriftrolle gefunden. Gut. Ich bin mal gespannt, was auf dieser Schriftrolle drauf stand als Code. Das hat sich der Javi dir einfallen lassen. Il gutto e guapo jo intelligente. Bestimmt irgendwas von, er ist der Intelligenteste oder irgendwie sowas. So, Javi, was hast du uns zu geben? Ein Timerball. Ja, ein Timerball. Mehr oder weniger gut, ne? Ich meine, ich möchte nicht lang damit verbringen, 50 Züge bei einem Pokémon zu verschwenden, damit es die maximale Erfolgsrate hat. Naja. Ich glaube, pro Orden, den wir jetzt kriegen, wir haben jetzt 3 Orden. Und nach der Top 4. Das heißt, wenn wir 4 Orden haben, dann geht der wieder. Wenn wir 5 Orden haben, geht der... Ja, du kannst schon Englisch wenigstens mit mir reden, ja? Heißt, wenn wir 5 Orden haben, dann geht's zum 4. Mal bei Javier. Und das ist unsere Brücke. Kämpf oder hau ab. Oh, ganz, ganz cool. Antonio. Antonio Banderas, was los? Oh, Missklick, fuck. Egal, Sonic Boom, Sonic Boom. Machst du ja einen auf Street Fighter. Guil oder wie der ist. Nochmal, Swingen. Ember. Macht guten Schaden, Respekt. Und Antonio wurde besiegt. That hurts, yes. That hurt, mate. That hurt, ja. So, Extreme Jakobito. Speaky, wollte. Frag dich bitte nicht, was das ist. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was es darstellen soll. Und Stomman Speaky. Ich glaube, dieser Ort voller Elektro-Pokémon wäre kein guter Ort für Möwenpick. Nee. Spingen. Och man, das ist viel zu einfach. So, Jakobito. Wurde besiegt. Wie viele Trainer gibt es hier noch? Willst du nicht kämpfen? Nein. Ja, laber mich mal bitte nicht voll. Okay, du auch nicht. Aber der da will. Auch nicht. Aber sie will. Ja, korrekt. Wenigstens eine Trainerin nehmen wir wieder. Okay, was haben wir denn da? Charo, Bubble, das Dodo. Für Arme. Ja, das ist so klar, dass ich wieder für Arme sage. Aber das sah gar nicht mal so schlecht aus. Egal. Noch eine? Skating ist meine Leidenschaft. Und du bist bestimmt auch ein leidenschaftlicher Typ, Regi. Ah. Ladies, bitte locker bleiben. Ja, es ist genug Regi für alle da. So, Salama. Bäh. Sieht ganz cool aus. Sieht ganz süß aus. Und nochmal Bubble. Oder Bubel. Bubel klingt besser. Bubel. 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 Ach, egal. So. Letzter Trainer, du? Ja, Brown Hills, okay. Der nächste Ort heißt bestimmt Brown Hills oder so. Spingen. Jetzt, okay, okay. Spingen ist gut, ist gut. Ist gut. Und eventuell möchte ich mir so ein Progon ins Team nehmen. Progon. Ich weiß aber nicht. Ach, ich überleg's mir. Ich überleg's mir noch. So, dann werden wir hier mal vorbei. Schwingen. So. Firefighter Lucia. Mit einem Auhol. Ach, Feuerwehrfrau. Firefighter. Ja, verstehe. Und noch ein Bivon. Na, Landeimerl. Töbe, töbe. Beiz? Sieht das wenigstens mehr ab? Ja, tut es. Korrekt.
Und ja, Firefighter wurde besiegt. Gut, Mövenpick, komm mal nach vorne. Okay. Wir Maulwurfmänner haben ein Geheimnis. Aber wenn du es wissen willst, musst du erstmal gegen uns alle gewinnen. Möchtest du voranschreiten? Gut, wir Maulwurfmänner werden nicht verlieren. Gut, Maul. Warum sind die so low vom Level her? Warum habe ich jetzt nicht Aquaknarre reingesetzt? Warum sieht der Backsprite von Mövenpick so scheiße aus? Naja. Viele W-Fragen, aber nur eine Antwort. Und zwar, keine Ahnung. Baro hat sogar noch einen Hack gemacht, der hieß Pokémon Marble. Wenn der fertig wäre, hätte ich den auf jeden Fall auch Let's Played. Aber die Sache ist, der war sogar wirklich gut. Der war besser als Quarz meiner Meinung nach, aber da gibt es halt nur eine Beta von. Bis zur vierten Arena, glaube ich. Das ist natürlich ziemlich scheiße und schade, weil man fängt so geile Projekte an und dann beendet man die. Ja gut, Nummer 1 wurde besiegt, Nummer 2, für diejenigen, die es sich eventuell denken können, das sind die Siegers. Also, wie bei den Siegers, einer nach dem anderen und am Ende riet man was. So, Ron slept. Okay, alles klar. Mach ich mir keine Sorgen. Wing Attack! Und Ron slept wurde besiegt. So, was haben wir noch? Okay, okay. Der nächste, ein Hiker. Ein Wanderer. Wanderer, was hast du uns so zu sagen? Jonic. Okay. Watergun? Fragezeichen. Scheint zu klappen. Scheint zu wirken. Dann haben wir noch Boony. Wing Attack. Okay, Uproar. Nochmal Wing Attack. Und Boony wurde besiegt. Gut, dann haben wir noch LL Maya oder Lian Mai. Ja. Ta. Tja. Egal, vergessen wir es. Das flacht langsam ab. Robert flach. Mein Back. Okay, okay. Das ist jetzt der letzte. Wird eventuell eine Herausforderung darstellen. Oh, ganz gefährlich. Groundo. Aber ich denke nicht, dass er eine Herausforderung darstellen wird. Nee, wird er nicht. Meditate. Ja. Schön und gut, aber bringt dir jetzt auch nichts. Juhu! Wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Noch ein Sieg. Okay, was kriegen wir jetzt? Okay. From behind the skater's bridge entrance, there's a secret path that leads to some items. Okay. Und das soll jetzt das Geheimnis sein? Ein Anruf! Okay. Ran ruft an. Hey, Regi, beeil dich! Brown Hills, okay. Oh, Ambrosio von Team Amber ist gerade im Radio und die werden abgehört. Interessant. Okay, Band Amber plant anscheinend hier ein skrupelloses Ding. Und hier, Sayo zur Trümmerei mal, danke. Was hast du noch zu sagen? Ach, die Maulwurfhügel. Ach, sie sind unsere Heimatort. Unsere Heimatort, ja, Regi. Du und dein Deutsch. Okay, was? Du kannst hier nicht rein ohne ein Maulwurf-Ticket. Okay. Secret Power. Hey! Der Typ gibt uns Secret Power. Also Geheimpower. Geheimpower ist ein Move, der oft unterschätzt wird. Ich finde den ziemlich geil. Hey, danke, Kollege. Vielen Dank für die Infos, Item. Kann jemand Shockwave lernen? Nö. Was? Warum kann Mövenpick Shockwave lernen? Jetzt stehe ich natürlich hier vor der Frage, würde das Sinn machen, Mövenpick Shockwave beizubringen? Ach komm, wieso eigentlich nicht? Wenn es im Spiel eingebaut ist, dann wird der gute alte Regie das auch benutzen. Dann haben wir noch hier Secret Power, das bringen wir am besten Energies bei. Hier für Takedown. Boah, mit Silk Scarf macht das Haut wird schon richtig reinhauen, glaub mir. Und mehr haben wir nicht, außer diese zwei Reporter. Win! Nee. Das sind die vom Dings. Karo und Win. Das sind die vom Fahrradladen. Cool. Coole Idee, dass man die wieder einbaut. Oh, Wing Attack und Double Kick. Wahrscheinlich hätte ich das andersrum machen sollen. Wäre bestimmt effektiver gewesen. So, Astonish. Ja, gut. Hauptsache, wir haben Karo und Jin besiegt. Zack.
Und ich habe schon eine Vermutung, wen ich dann als nächstes eventuell ins Team nehmen werde. Ja, doch, doch, doch. Ich habe da so eine Vermutung. So, Win. Nein, ich möchte mit euch kein Interview führen, sorry. Ich weiß, ich bin jetzt prominent, aber... Ach man, ich dachte, ich kann den Part jetzt beenden. Stattdessen kommt wieder so ein Rocker namens Travis. Mit dem Thundish. Shockwave! Hey, Wanted, geil. Geil, ne? Wenn es klappt, warum nicht? Gut, dann pflücken wir wenigstens hier noch die Bärchen, die Bären. Und das war's. Das war's dann. So, was ist das? Brown Hill und Maroon Hill. Maroon Highland heißt das bestimmt. Also Hochland. Naja, egal. Wir machen jetzt erstmal hier Schluss. So, danke Leute für's Zugucken. Bis bald, mach's gut und ciao. Euer Rie.